Aber es hat sich gelegt mit der Zeit, zum Glück. Was wir jetzt nur machen müssen, ist jetzt einfach hier in der Steppe zu warten, bis es Tag wird. Und dann... Ah, komm mal. Wer will Ärger? Kann ich sie betäuben? Ja. Ja. Oh, und die hinterlassen sogar Geld. Ja, komm her. Ja, wer will hier? Du kriegst auch nur 5 Rubine. Oh, das Ding ist größer geworden. Ist mir gar nicht, hab ich gar nicht gewusst. Ein Riesen-Stealth, ey. Aber ein Riesen-Baby-Stealth, oder so noch nicht. Ich sag extra Baby, weil das nicht die richtigen Stealth-Fos sind. Also auf die originalen treffen wir auch noch. Endlich ist es Tag. Hätte ich sie jetzt nicht getötet, hätte ich sie nicht getötet, dann wären sie wieder verschwunden in den Boden. Und willkommen in Hyrule. Also im Schloss. Hier. Ja. Könnt ihr euer Schwert schicken? Oh ja. Ihr könnt ja so ein bisschen Geld sammeln, falls ihr es braucht. Und die Krüge tauchen immer wieder auf, wenn ihr neu reingeht. Ja, aber das müssen wir nicht machen. Aber ich glaube, hier ist irgendwo ein Skulltula versteckt. In einer dieser Kisten. Ja, können wir mal testen. Ach. Ja. Nein, falscher Knopf. Ah, kein Effekt. Also wenn wir die ersten 10 Skulltulas dann erstmal haben, gibt es unseren ersten Preis. Hier haben wir jetzt sehr viele Shops. Das ist unser... Na, was ist denn das? Gehen wir rein. So ein Shop. 80 Rubine, Celia Schild. Ja. Das Schild werden wir uns noch nicht kaufen. Das ist unser Magie-Shop, der verkauft, glaube ich, nur... ja, diese Dinger. Alles, was in Gläsern aufgenommen werden kann. Aber es hat uns noch nicht zu interessieren. Das ist ein Maskenladen. Das ist eher so eine Sidequest. Was ich gerne machen will, ist hier, in dieser Schießanlage. Weil, ich hoffe, 20 Rubine. Ah, das versuchen wir mal. Ja, ich weiß, wie man schießt. Die Reihenfolge ist immer gleich. Egal, wie oft jeder spielt. Nein, verfehlt! Ich muss wenigstens... Na komm schon. Ja, da ich jetzt einen verfehlt habe, darf ich umsonst noch eine Runde spielen. Ich glaube, wenn ihr ein und oder zwei verfehlt habt, dann dürft ihr umsonst. Ach, Mist. Oh, ich habe doch mein Geld wieder. Meine Munition. Ich wusste nur nicht, dass der eine wieder hochfliegt und runter. Der hier. Boah, schon wieder. Ah, jetzt wieder denselben Kram. Nein! Nein! Mann! Ja, und dann stellt er mich nicht wieder bei der Ausgangsposition. Deshalb habe ich auch extra etwas mehr Geld eingesammelt. Boah, ich dachte, dieses wäre wieder weg. Uiuiui. Die letzten zwei muss ich treffen, komm schon.
Nein! Mann, ich hab Pulse. So. Völlig. Bäh, ich weiß nicht mehr, was ich sag. Ja, komm schon. Oh, so, jetzt ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. War klar. Ach. Ist auch so bescheuert mit der Steinschleuder. So. Jetzt aber. Ja, aber. Und unsere noch eine weitere Munitionstasche. Jetzt können wir 50 tragen. Und das ist auch die letzte, die wir im Laufe des Spiels bekommen. Und wenn ihr weiterspielt, kriegt ihr, glaube ich, 50 Rubine pro Sieg. Der Bettler hier. Ihm können wir Sachen in Flaschen verkaufen, da wir noch keine... Ah, ihr kennt das schon. Wir haben hier noch keine Flaschen, aber... Wir kriegen die noch. Hier ist noch ein Minispiel. Hier ist es nach Zufallsprinzip, was ihr gewinnen könnt. Was? Achso, mein Fehler. Ah, dann machen wir später. Weil hier können wir auch noch ein Herzteil bekommen. Und noch ein anderes Item, aber dazu müssen wir das erstmal in zweiten Dungeon finden. Oh nein, die Eule. Oh mein Gott, hat er seinen Kopf, sein Genick gebrochen. Was macht er da? Oh, ich kann das nicht wegmachen. Ihr könnt das ja lesen. Oh, ich kann das wegmachen. Sorry, Leute, aber... Es ist, glaube ich, nicht so interessant, was die Eule hier zu sagen hat. Wusste ich's. Wow, und das Ding fällt fast auf mich auf. Es ist klar, dass da hinten ist ein Schloss. Und was hat ein Schloss? Genau. Wächter. Die Frage ist, wie umgehen wir die Wächter? Die lassen uns nicht durch. Diesen Ranken. Ah, komm schon, Link. Und die müssen wir einfach noch aufklettern. Und bloß aufpassen, dass wir hier nicht erwischt werden. Also ich zeige euch meinen Weg. Ich weiß nicht, wie das andere machen, aber da hinten ist auch noch einer. Aber wir werden hier runterspringen. So. Dann hier schräg hochlaufen. Zwischen den beiden. Und dann hier einfach auf dem Weg bleiben. Aber haltet euch ein bisschen links, weil da rechts taucht noch ein Soldat auf, noch ein Wächter. Wie werden diese Ziegelwand hier hochgehen? Also das, was hier als Ziegel, was die Ziegel hier sein sollen. Ja, ich sag mein Weg, aber ich glaube, das ist auch der einzige Weg. Also ich weiß nicht, die anderen, ob es noch andere Wege gibt. Das ist mein Standardweg halt. Und wenn ihr könnt auch meinetwegen hier in der Mitte des, wie nennt man das? Nicht Schlucht. Ah, kommt schon, wie hieß denn das Wort? Denk um der Graben. Um den Graben. In der Mitte des, wo das Wasser liegt, im Graben. Okay, das ist kein Deutsch mehr, ich lasse es so sein. Der hier schläft, das ist das Einzige, was ihr wissen müsst. Was der hier brabbelt, ist auch egal. Was wir machen müssen, ist diese Kästen hier, die Tür da hinten ist verschlossen, die Kästen hier hin zu verschieben. Aber der hier Mario mit der Glatze versperrt unseren Weg. Also müssen wir einen anderen Weg finden.
Also, nee, wir müssen einen Weg finden, ihn aufzuwecken. Ah, ich dachte, hier wäre auch was. Was wir machen müssen, ist uns erstmal packen lassen. Was, Kleiner? Okay, wir werden jetzt rausgeschmissen. Und wir hören jetzt einen Gesang. Und hier steht auf einmal plötzlich ein kleines Mädchen. Na, was hat sie zu sagen? Wow, deine Kleidung, wo trägt man denn sowas? Scheiß wohl von hier, nicht von hier zu sein. Woher kommst du? Oh, du bist ein Feenjunge aus dem Wald. Malon. Ja, auf der London Farm waren wir ja und Luigi hat uns gesagt, dass der eine da faul war, der Chef. Und der da gerade rumgeschlafen hat, war der Chef. Reden wir nochmal mit ihr. Ja, ich gehe zum Schloss. Wenn ja, tust du mir einen Gefallen. Ja, ich weiß, dass er eingeschlafen ist. Und sie gibt uns jetzt ein Item, das ihn aufwecken wird. Ein Ei. Das Ei werden wir nehmen und ihm damit eine rüberbraten, damit er aufwacht. Na Quatsch, das werden wir nicht machen. So brutal ist das Spiel nicht. Was wir machen müssen, hier habt ihr gesehen, es wurde dunkel. Also hier vergeht auch die Zeit. Im Schloss selbst oder in Städten selbst. Oder, ja. Da vergeht nicht die Zeit, nur in solchen freien Ebenen. Aber das ist auch nötig, um weiterzukommen. So, wir machen, laufen jetzt auch mal denselben Weg. Und ich hoffe, es wird bis dorthin tags. Tag, nicht tags. Was ist denn hier heute los? So. Schneller, Link, schneller. Ah, lass dir Zeit, es ist noch dunkel. Hier schön jetzt wieder in der Mitte bleiben, um ein paar extra Rubine einzukassieren. Okay, das Einzige, was wir jetzt hier machen müssen. Ach, sehr schön, es wäre schon Tag. Wir schieben schon mal die Kästen hier in diese Richtung. Weil gleich, wenn die, wenn das Huhn hier anfängt zu krähen, entwickelt sich unser Ei weiter. Ja. Das Ei digitiert zu einem Hühnchen. Ah, das werden wir auch gleich benutzen. Aber erstmal. Oh, dieser schöne weiße Bildschirm. Da unten ist das Hühnchen. Ah, wo packen wir das denn? Das packen wir bei den Dekonus. Okay. Ah, ich sehe ihn. Ist egal. Ziehen wir das Hühnchen raus. Ah, wir sehen noch was. Und Mario ist wach geworden. Talon, Marlon, wer war der andere? Basil. Ja, jetzt erzählt er nur, was gerade passiert ist. Der hat hier ziemlich Angst vor seiner Tochter. Nur so wie der Gas gibt. Okay, dieses Hindernis wurde jetzt... Ah, der ist nicht ein Hindernis, aber... Dennoch, dieses Hindernis wurde jetzt... bewältigt. Wir werden jetzt diese Dinger hier einfach unterschieben.